Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei seid. Ich habe ein wenig gestöbert und bin auf ein paar Sätze gestoßen, die jetzt schon 4 Jahre alt sind. Die haben sich inzwischen auch in meinem Leben verändert, aber die waren maßgeblich dafür, dass mein Leben sich verändert hat. Und zwar waren das Sätze, die ich 2014 notiert hatte und die ich dann so mehrmals täglich mir angeschaut habe und habe sie so mit dem Herzen einfach auch gelesen, damit ich sie einfach auch ein bisschen verinnerliche. Und im Laufe der Zeit haben die sich etwas gewandelt. Aber es war so der Beginn, glaube ich, damals, wo ich so richtig aktiv mal damit gearbeitet habe, mir Sätze auch aufzuschreiben und diese, wie gesagt, mehrmals täglich zu lesen. Und da möchte ich diese Sätze heute mal mit dir teilen, um dich auch dabei zu unterstützen, mal mehr auf den Weg deines eigenen Herzens zu kommen. Und diese Sätze, die lauten: Ich bin auf dem Weg, meinen eigenen Weg zu erkennen. Ich öffne mich dem Gedanken, dass tief in mir eine Kraftquelle schlummert, die nur darauf wartet, entdeckt zu werden und sich entfalten zu dürfen. Das, was ich als höchste Instanz anerkenne, das hat auch tief in mir einen Platz und einen Raum. Ich bin selbst alleine für mich verantwortlich. Ich öffne mich dem Gedanken, dass immer nur das geschieht, was ich zulasse, bewusst oder auch unbewusst. Das, was ich glaube, verdient zu haben, bestimmt mein Leben. Ich bin auf dem Weg, mich dem Gedanken zu öffnen, dass ich mir selbst meine Lebenswirklichkeit erschaffe. Ich öffne mich dem Gedanken, dass jetzt die Zeit gekommen ist, mich von alten Denkmustern und Glaubenssätzen, die mich bislang in der Unfreiheit halten, zu befreien. Ich erlaube mir, mich zu befreien, und ich öffne mich dem Gedanken, dass ich mir erlauben darf, glücklich zu sein. Das waren die Sätze, die ich mir damals aufgeschrieben habe. Ich habe sie mir jetzt hier auch hingelegt, dass ich sie ja in der Reihenfolge dir hier auch weitergeben kann. Und lausch mal mit dem Herzen hin, wie es sich für dich anfühlt, vielleicht ab heute auch mit solchen Sätzen zu arbeiten. Hör sie dir nochmal an und vielleicht magst du sie ja auch ein bisschen abwandeln, dass sie so ganz auf deine eigene Person abgestimmt sind und so ja die nächsten 21 Tage zum Beispiel mal damit arbeiten, diese Sätze mal aufzuschreiben, sie immer bei dir zu tragen und so 2 oder 3 Mal täglich zu lesen, dir auch selbst vorzulesen und mit dem Herzen einfach auch vorzulesen und dann einfach mal beobachten, wie du dich dabei fühlst. Und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst nach einigen Tagen oder wenn du es wirklich mal 21 Tage durchziehst, auch merken, wie du dich besser fühlst, wie du dich energiegeladener fühlst und wie du ja ganz einfach auch in einer anderen Stimmung bist durch diese ja Selbstmotivation einfach. Probier es gerne mal aus, hinterlass mir auch gerne mal einen Kommentar, wenn du es durchgezogen hast oder ja, wie überhaupt sich das für dich anfühlt oder vielleicht schreibst du ja auch schon solche Sätze dir auf, vielleicht arbeitest du ja auch schon damit. Lass auch mich das gerne wissen, wenn du möchtest, und dann freue ich mich auf den Austausch mit dir. Und ja, das war mein kleiner Beitrag für heute auch schon. Ich schicke dir eine ganz herzliche Umarmung und sage Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Irmgard.